Markus Weinzierl kassierte als Trainer des Bundesligisten VfB Stuttgart zwar durch das 0:3 am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt die dritte Niederlage im dritten Spiel und hat jetzt 0:11 Tore auf dem Konto, den Negativrekord von Jörg Berger konnte er aber nicht knacken. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Als Coach von Hannover 96 kassierte dieser 1986 drei Pleiten in Folge bei 3:16 Toren. Weinzierl belegt jetzt den zweiten Platz in diesem Negativ-Ranking. 1. FC Köln, Christoph John 2002 mit 3 Niederlagen und 0:9 Toren. Trainer Heinz Ludwig Schmidt musste bei Tasmania 1900 Berlin 1963 in seinen ersten 3 Spielen bei 3 Niederlagen 1:12 Treffer hinnehmen. Dieselbe Bilanz wies Kurt Sommerlath 1963 mit dem Karlsruher SC auf. Christoph John kassierte mit dem ersten FC Köln 2002 ebenfalls 3 Schlappen in Folge mit 0:9 Toren. Punkt. Mehr zum VfB Stuttgart.